Gedanken zum dritten Adventssonntag 2021. Liebe YouTube-Freunde, liebe Schwestern, liebe Brüder, Vorfreude ist die schönste Freude. Passend zum dritten Adventssonntag, Sonntag der Vorfreude, habe ich noch eine rosa Krawatte gefunden aus der Zeit, wo diese modern waren. Vorfreude ist die schönste Freude. Wenn das wirklich stimmt, dann kann es manchmal ziemlich bitter und enttäuschend sein. Wenn die Vorfreude auf etwas sehr groß war und dann kommt es ganz anders als erwartet. Das könnte auch mit Weihnachten so sein. Das Christuskind könnte ganz anders sein, als wir es erwarten oder uns vorstellen. Oder als wir es eingeplant haben. Johannes hat die Vorfreude darauf geschürt, dass Gott in der damals so hoffnungslosen Zeit einen Neubeginn setzt. Dass er neu beginnt mit seinem Volk. Und Johannes hat auch Vorstellungen, wie dieser Neubeginn aussehen soll. Von dem, der nach ihm kommt und der stärker ist. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Tenne zu reinigen, den Weizen von der Spreu zu trennen. Später kommt Jesus und trennt nicht die Spreu vom Weizen, sondern er lässt Weizen und Unkraut gemeinsam wachsen. Vielleicht war auch Johannes enttäuscht. Vielleicht hat er aber auch wirklich verinnerlicht, der nach mir kommt, ist größer als ich. Er muss sich nicht nach mir richten. Ich muss mich nach ihm richten. Wenn die Begegnung mit Jesus an Weihnachten nicht enttäuschend werden soll, dann brauchen wir diese erste Grundhaltung, die uns das Vorbild des Johannes lehrt. Nicht er richtet sich nach mir, sondern ich richte mich nach ihm aus. Und es wird auch heute so sein, dass nicht alle eine Freude damit haben, wie Jesus wirklich ist. Ob die weihnachtliche Vorfreude in der weihnachtlichen Freude mündet, hängt doch von einer zweiten, ganz wesentlichen Grundhaltung ab, die Johannes seinem Publikum lehrt. Es ist die Grundhaltung, nicht die anderen müssen etwas tun, die so verbreitet ist, sondern es ist die Grundhaltung, mit der die Menschen zu Johannes kommen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun, damit das Reich Gottes kommen kann? Und sogar die hoffnungslosen Fälle, wie die Zöllner und die Soldaten kommen, also diejenigen, die für die Römer arbeiten. Und auch für die hat er ganz konkrete Dinge, was sie tun können, damit das Reich Gottes kommen kann. Damit das, wofür Jesus stehen wird, schon jetzt konkret wird. Leben für die anderen ermöglichen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn die Vorfreude auf Weihnachten in echte Weihnachtsfreude münden soll, dann brauchen wir diese beiden Grundhaltungen. Nach dem Vorbild des Johannes, dass wir uns auch als geübte Christen und Christinnen immer wieder überraschen lassen von dem, wofür Jesus einsteht. Und nach der Anweisung des Johannes, dass wir fragen, was wir tun können, damit wahr wird, auch heute wahr wird, was wir feiern, nämlich die erneute und erneuerte Ankunft seiner Liebe und seines Friedens. Ich wünsche einen gesegneten Adventssonntag und ein freudiges Zugehen auf das Weihnachtsfest.